Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Records and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts mehr verpassen? Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne kommentieren, liken, wenn dir das Video gefällt. Und damit natürlich den Kanal auch unterstützen und uns weiter voranbringen. Vielen Dank schon mal im Voraus. So, meine Freunde, wir sind jetzt dabei, unsere Strecke hier zu legen, unsere weiterführende Transportstrecke. Diesmal mit Diesel. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Jetzt haben wir mal die Gelegenheit, das endlich mal anzugehen. Also machen wir das auch. Es wird eine Dieselstrecke diesmal. Da wollte ich ja noch was machen. Er muss ja zwischendurch wenigstens einmal tanken können. Deswegen müsste ich das hier nochmal ganz kurz entfernen. Jetzt juckt mir die Nase. Furchtbar. Wo ist denn das? Laden. Zug-Dieselstation. Genau das hier brauchen wir. So. Bäm, bäm, bäm. Ran, 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 ran. Bäm. So. Ich hoffe nur, dass wir den auch da rausbekommen. Wenn nicht, müssen wir leider notgedrungen doch mal ein zweites Depot bauen. Ernsthaft zu lang. Ach komm, hör doch auf, ey. Ernsthaft, das ist zu lang. Tatsächlich, der braucht eine Pumpe dazwischen. Ich werde irre. Der braucht da echt nur eine Pumpe dazwischen. Kinders, Kinders, Kinders. Unglaublich. So, Rohrverbindung, ja. So, okay, baut das. Dann haben wir das hier auch am Start. Das müsste ja Strom haben. Theoretisch. So, dann holen wir uns hier nämlich was. Dann holen wir uns den Sprit. Dann sparen wir uns hier schon mal den Einkauf. Wie sieht es denn eigentlich aus? Haben wir hier schon mal was da? Nee, noch nicht. Frage ich mich, warum? Warum ist das so? Was hast du denn für ein Pump? Der ist noch nicht voll. Ich werde bekloppt, der ist noch nicht voll. Was hat der für ein Problem? Was ist denn jetzt hier wieder kaputt? Was hast du denn schon wieder? Was ist denn? Digga. Ist doch in Ordnung. Hat schon wieder irgendwelche Identitätskrisen. Irgendwas hat er hier mit dem Gleis wieder. Oh Junge, was hast du denn? Mal ganz ehrlich, was ist denn hier wieder kaputt, ey? So, dreh um, fahr. Ist hier irgendwas wieder nicht richtig connected oder was? Anscheinend. Es wird so noch dunkel.
Na komm. Kommt nicht klar. Was hast du denn hier für Probleme? Der fährt. Okay, bis zu einem gewissen Grad ist klar, weil er nicht anders kann. So, okay. So, ihr wolltet dahin. Und du wolltest dahin. Du wolltest dahin und du wolltest eigentlich so hin. Okay, der hat's gereilt. Aber der andere reilt's nicht. Warum auch immer. Was hat der jetzt für ein Problem hier? Ich check's jetzt gerade nicht. Wo willst du denn überhaupt hin? Na? Was ist denn? Okay, warte mal. Springt er wieder dahin? Hä? Was ist denn mit dir los? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. 2200 Öl. Momento, ist das jetzt der Zug oder nicht? Das ist doch das Ding hier, oder, Freunde? GKBs Kraftstoffladen. Okay, ich sehe, der kommt da nicht rüber. Verstehe. Er hat ein Problem. Das heißt, wir müssen versuchen, den noch einen Weg rüber zu geben. Zu viel Aufstand. Okay, da kommt er so nicht lang. Ja, ja. Okay, ich sehe die Problematik. Ach, Mann, 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 Mann. Ich würde mal sagen, das ist die Problematik. Fehlerteufel hat mal wieder brutal zugeschlagen, aber das macht nichts. Ich habe es mal ganz schnell offscreen gefixt, das Ganze. Und zwar war es nämlich so, wie ich es mir gedacht habe, er kam nicht rüber. Obwohl er es mir da vorne angezeigt hat, was totaler Schwachsinn ist, habe ich hier einfach mal eine Abzweigung hingebaut, dass er hier auf das Gleis mit drauf kann und dann dorthin kann. Sollte jetzt klappen, einwandfrei. Wir werden das Ganze mal beschleunigen. Der läuft und der andere sollte dann auch gehen, theoretisch. Mal gucken, was er macht. Das müsste er sein. Ist er das? Yes, er biegt ab, er biegt ab. Sehr gut, fahr weiter. Geh drauf, wechsle, zieh durch. Wunderbar, fahr weiter. Klappt und hat Luft. So, und damit sollten wir hier auch Sprit drauf haben. Gleich, Treibstoff. So, haben wir Sprit? Yes, er tankt ab. Sehr gut, das klappt auch. Wunderbar, okay. Damit haben wir das schon mal. Jetzt geht's weiter mit der Rohrverbindung. Wir brauchen noch ein bisschen was. Wir brauchen nämlich mal
So, warte mal, ganz kurz. Och, Kinders. Ne, jetzt macht doch nicht so ein Kram hier. Ey, jetzt... Ist doch unglaublich, ey. So. Kommt er nicht rum hier, oder was? Ja, wir wollen doch bloß, dass der angeschlossen wird. Zu lang. Ich werde irre. Ich werde noch zum Tier, ey. Ganz ehrlich. Jetzt will der, dass wir hier auch nochmal eine Pumpe hinbauen. Mein Gott, ey. Man kann es auch übertreiben. Ist unglaublich. Ja, dann machen wir es halt so. Hallo? So. Geh da dran und du gehst dann so da dran. Ey, mein Gott. Was ist denn hier wieder los? Mann. Ich hasse es, ganz ehrlich. Eine andere Infrastruktur steht im Wege. Was ist denn da wieder? Meine Fresse. Dat. Gottes Willen, man kann es, wie gesagt, auch übertreiben. So, Bau. Rubel rollt, das ist schon mal gut. Bauen war fertig. Irgendwie. Ja, doch, der kriegt. Der kriegt, das ist in Ordnung. Ja, der steht natürlich hier. Ja, der ist kilometerweit. Alles klar, da muss was passieren. Da müssen wir noch was ändern. Stopp. Wenn wir gerade dabei sind. So, dann machen wir das mal ganz mal hier hin. Muss ich das nochmal gleich ändern? Das ist schon hart. So, dann machen wir es mal so. Ja, da ist genug Spielfläche. Wird seine neue. Wenn er abgeladen hat. Wenn er denn abgeladen hat. Er ist noch dabei. Ah, sehr gut. Hier ist voll. Das Ding hier ist auch voll. Da kann dann der Dieselzug dann auf jeden Fall tanken, wenn er hier kommt. Den wir uns gleich holen werden. Letzte Chance zum Kauf. Okay. Dann müssen wir mal ganz kurz schauen. Letzte Chance zum Kauf. Was war denn das jetzt? Ein Zugverband? Jetzt habe ich es gelöscht, ne? War es, glaube ich, nicht ganz so schlau. Oder war es die Tram? Ach, hier haben wir so schöne Dinger. Da werden wir gleich mal richtig zuschlagen. Tram. Na, ich glaube, irgendwie. Motorwagen, aber es auch nicht. D1, Triebzug, Cargo. War mit einem Stromabnehmer, also muss es elektrotechnisch gewesen sein. Deswegen wundert es mich, das hier könnte höchstens das gewesen sein. ET. Oder der hier, E52, Ostdeutschland. Eins von beiden. So, wir wollen aber, wie gesagt, gleich mal unseren, können wir eigentlich schon mal machen. Den Diesel. Die hier finde ich irgendwie stark. Die hat, ist zwar jetzt nicht so schnell, braucht sie auch nicht sein, aber die sieht irgendwie cool aus.
den ich jetzt. Deswegen holen wir uns die mal. Oder? 160, ja, das braucht keine 160. Heiß. So, mal ganz kurz, der fährt zurück. Na gut, dann können wir die Strecke gleich umbauen nochmal. Güter. Was haben wir denn da Feines? 57 Tonnen, das ist alles mir zu wenig. Bitumen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Komm. Damit du das weiter transportierst, zack. Ja, bam, bam. Ja, alles klar. So, mal ganz kurz. Den haben wir schon mal am Start und dann geben wir Gas. Wo war das jetzt? Hier, den müssen wir mal wegnehmen. Bam, 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 bam. Und den auch. Passt. So. Jetzt schicken wir ihn hier los. Wenn alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Mit Sprit. Den du bitte weiter transportierst nach hier erstmal. Also mal gucken, ich bin gespannt, wenn er losfährt. Da kommt er. Der Gelbe, ich finde den cool. Ah, ist doch cool, das Ding hier. Das gefällt mir richtig gut. Schön dreckig, so wie es sich gehört. Alter, was da rausknüppelt, ne? Na, mal gucken, ob er das schafft. Wie voll ist er denn? Ah, könnte knapp werden. Ja, ich denke mal, es wird er packen. Ja, mal sehen. Wir lassen mal durchschießen. Na, mal gucken, was er kann. Na, hier ist richtig, richtig Betrieb jetzt. Er muss rum, er schafft das auch ohne Probleme. Wie gesagt, wir müssen mal gucken. Dass sie sich nicht in die Quere kommen. Hallo? Du sollst doch hier beladen. Warte mal, er soll doch abladen und er soll doch dann auch wieder entladen, oder nicht? Warte mal, geht das nicht? Muss ja auch. Natürlich, er muss ja auch da entladen können und dann wieder da in B laden und ach, Kacke. Kacke. So funktioniert das nicht. Warte mal, okay, der tankt erstmal auf. Okay, warte mal kurz. Also, der hat einen Ausgang nach da, ne? Du brauchst immer noch einen Ausgang wieder nach Eingang, dass wir da raus können. Ach, ist das kompliziert. So kompliziert. So, warte mal kurz. Also, eigentlich brauchen wir... Warte mal kurz. Du, was brauchst... Moment, was ist denn jetzt hier los? Du brauchst eigentlich Bitumen. Eigentlich sollte das für Bitumen hier gedacht sein. Du warst für Bitumen gedacht und nicht für Sprit. Okay,
kurzer Umbau. Das ist hart. Es ist gerade ein bisschen verwirrend. Also, da ist Bitumen. Hier geht Sprit rein. Der aber... lagertechnisch... Moment. Total verplant jetzt hier. Small. Ist gerade komplett verplant. Das ist der hier. So, der muss hier rein. Der muss... Der muss von da aus rein. Damit der da weiterfahren kann. Ja, warte mal, der muss... Ich muss das mal ändern. Ich muss das jetzt hier wirklich ändern. Und zwar... Muss ich den kappen. Ja, der muss gekappt werden, genau. Weil das ist der Sprit. Er soll ja einen Sprit mitnehmen. So. Den muss ich... Hier rum... Der geht da rein, dann kann er da raus. Oh, das ist ja, warte mal. Ich brauche aber auch einen, der den da reinführt. Dann kann der den da holen. Okay, der geht da raus, tankt den ab. Okay, warte mal, du musst allerdings hier rein. Du musst da rein, der muss dann da wieder raus, damit der den wegholen kann. Genau, so, das ist in Ordnung. Du bitte... Weg, hier soll nämlich nur Bitumen gespeichert werden. Hier müssen wir nämlich auch noch reinlagern. Bau das mal. Gott, oh Gott, sage ich nur. Na, wie gesagt, da soll nur Bitumen und der soll das ja eigentlich dann hier holen. Genau. Genau, du sollst das und du sollst dann da voll tanken. Ah, was ist, ist ärgerlich, dass wir jetzt so viel verschwendet haben. Ist ärgerlich. Wirklich ärgerlich. So, komm, bau das fertig. Los, bau fertig den Kumpel hier. Jetzt kommt er nämlich schon wieder. Jetzt müsste er eigentlich warten. Alles. Okay, hier nur Treibstoff. Gebäude ist ohne Strom. Ach. Ach Gottchen. Gebäude ist hier ohne Strom. Okay. Warte mal kurz. Momento. Wir haben jetzt gerade ein bisschen mehr Probleme. Dann brauchen wir doch den dann nicht. Doch, den brauchen wir, weil wir müssen das jetzt zwischen. Damit er den kriegt, müssen wir den auch noch. Oh. Alter, das ist ja echt. Jetzt mal gerade echt eine harte Nummer hier. Moment. Dann war das hier. Das ist ein einzelner. Forwarding Pump. Da haben wir nichts Vernünftiges. Absolut nichts Vernünftiges.
Wichtiges. Ich brauche den hier, damit wir da rankommen. Der muss dahin, der muss dahin, der muss dahin. Zack. So, du musst da an, zu scharfe Kurve. Ach komm. Ach komm schon. Das geht. Ah, Mann, ey, das tut immer so weh. Ah, wir haben's ja, ne? Wir haben's ja dicke. So, zack. Mod. Lager. Na, jetzt aber. So, zack. So, du gehst da, du gehst da. Ja, genau. Und du jetzt, bop. Ja, das passt. Bau das. Fertig. Attacke. Muskete. Alles klar. Bau das Ding hier fertig und dann können wir den auch wieder anschließen. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Juhu. So, jetzt müsste es aber gehen. Dass wir das eine mit dem anderen versorgen. Wo bleibt denn der? Da kommt er, glaube ich. In der Hoffnung, dass das bis dahin fertig ist. Hä, müsste gehen, aber da hat keinen Strom, ne? Warte mal kurz. Strom. Wir brauchen nochmal Strom, bitte. So, damit das auch gleich funktioniert. So, einmal Strom bitte. Bitte, bitte, bitte den Strom. Haben wir noch irgendwo einen Anschluss? Gerade mal frei. Da hinten, am Arsch der Welt. Oh, das ist ja furchtbar. Hier wäre. Da wäre noch. Alter, kriegst eine Krise. Du kriegst eine Krise. Boah, ey, da wirst du echt irre im Kopf. Geht nicht. Es ist so hammerhart, Alter. Du kommst nirgends richtig durch, ne? Ist echt böse. Okay, da sowieso nicht. Da auch nicht. Ey, leck mich doch am Fuß. So. Na komm. Das ist jetzt mehr oder weniger schon echtes Gefusche. Aber wenn das leider so unflexibel ist,
Was willst du machen? Ah, der Zug kommt. Beeilt euch mal. Beeilt euch. Beeil dich. Gut, komm. Komm. Oh. Gottes Willen. So, hier muss Bitumen dann rein. Brauchen wir hierfür, für den Asphalt. Mein Gott. Ah, der tankt nämlich auf. Genau. Und der ist voll. Sehr gut, das klappt jetzt. Jetzt kann er das mitnehmen. Dann ist das in Ordnung. So, und wir haben hier die Länge. Das können wir gleich mal fertig machen, den ganzen Schmuh. Normale. Ah, das... Genau. So. Zack. Und dann passt das auch. Fürs nächste Mal. Aber die lagern jetzt quasi um. Er pumpt ab, der andere pumpt voll. Und dann klappt das. So, das bedeutet, wir können nochmal eine schnelle Runde machen. Nochmal einen Bitumen. Den wir brauchen. Holen wir uns nochmal ein Bitümchen. Elektro in dem Moment. Nehmen wir den hier. Da brauchen wir jetzt nicht so en masse, ne? Da brauchen wir echt nicht. Dann machen wir mal eine kleine Runde, glaube ich. Machen wir einfach mal 5. 150. Large. Öltank. Bitumen. Ja. Zack. 1. 2. 3. 4. 5. So. Was haben wir denn hier? Das ist Bitumen. Müsste da eigentlich auch drauf kommen. Ich glaube, das müsste gehen. Bitumen. Und entladen Bitumen. Feuer frei. Gucken, ob das klappt hier alles. Ach, die brauchen jetzt wieder Strom hier, oder was? Oder habe ich hier was verkehrt gemacht? Momento. Ach, hier habe ich links genommen. Macht der Gewohnheit. Genau, Macht der Gewohnheit. Entschuldigung. So, wir gucken mal nach dem Bitümer. Wie sieht es denn hier aus mit dir? Du bist bald entladen. Sehr gut. Gucken wir nochmal nach dem Bitümer. Der, glaube ich, schon da ist. Ja, der ist schon hier. Macht voll. 1,4 schafft der locker weg. Das ist kein Problem mehr. Damit sind wir, was den Bitumen angeht, da oben auch selbstständig. Schon wieder bei 34 Minuten. Wahnsinn. So, fahr nochmal schnell zu. Dich will ich nochmal losfahren sehen. Na komm. Und der Schnee darf sich auch gerne mal so langsam verpieseln. Ja, bist du voll? Jetzt fahr los. Fährt auch. Und ein Gebäude brennt mal wieder. Ja, hoffe die Feuerwache kommt. Hoffe die Feuerwehr ist schnell da, ja. Leute, macht keinen Scheiß hier.
Ja, sehr gut. Feuer gelöscht. Perfekto. Noch schnell den Bitumer mitfahren. Hinterher. Das war nicht der richtige Bitumer. Das ist ein anderer Bitumer. Wo ist der passende Bitumer? Oder ist der schon hier? Der ist schon hier. Guck, da ist er schon da. So, es wird sich mit Bitumen gefüllt. Sehr gut. Das heißt, wir können die Ressourceneinkauf stoppen. Ja, normalerweise müsste er dann umgepumpt werden. Bitumen, 8,2 Tonnen. Warum wird er hier nicht weniger? Betrieb ohne Probleme. Es fehlt Strom? Was ist denn mit euch wieder los? Keine Ingenieure oder Arbeiter. Oh. Ja, wenn hier auch nichts ankommt, Leute, ist doch klar. 34, das ist ein Witz. Kommt schon, Leute. Ne? Also, gib Gas, dann haben wir hier auch wahrscheinlich wieder Spaß. Er pumpt aber nicht. Strom ist da, aber er pumpt nicht. Sag mir bitte nicht, dass wir extra nochmal eine Pumpe daran machen müssen. Ey, dann werde ich aber echt zum Tier. Kann das sein, dass wir dann extra nochmal eine Pumpe ran machen müssen? Ja, weil er macht es nicht voll. Warte mal kurz, dann müssen wir... Ich wollte schon längst den Part beendet haben, ne Leute? Aber es ist wieder... Es ist wieder, wie es ist. Ist wieder... Der Hammer. Ich glaube, ich muss schon wieder eine Pumpe dazwischen packen. Dann nehmen wir aber eine Mod. Dann nehmen wir eine kleine Pumpe. Forwarding Pump oder den Net Connector. Ich glaube, der tut es nämlich auch. Oh, Kinders. Das kann doch nicht wahr sein. Boah. Unglaublich. Unglaublich, Freunde. Es ist wieder unfassbar, dass man jetzt wieder so einen Krempel jagt. So, können wir jetzt das endlich anschließen? Ich werde wahnsinnig. Jetzt geht dieses scheiß Stummelrohr nicht ran. Ich werde irre. Alter, leck mich doch am Fuß. Das gibt's doch gar nicht, ey. Jetzt reicht's mal hin hier, ganz ehrlich. 2, 3. Willst du mich verscheißern oder was? Mein Gott, ey, man kann sich aber auch anstellen, ey. Das ist ja der letzte Scheiß hier, ganz ehrlich. Wir müssen auch mal gucken bei dem nächsten Part dann mal, wie weit die da mit dem Flughafen sind.
Ah, voll. Es hat eine Pumpe gefehlt. Natürlich. Nee, kein Problem. Ah, es wird voll gepumpt. Hier ist voll. Sehr gut. Sehr schön. So, hier wird auch. Gebäude ist ohne Strom. Okay. Ja. So, hier sieht aber alles gut aus. Brauchen wir nicht mehr kaufen. Sparen wir uns Kohle. So, wie sieht's hier aus? Hier hinten werden langsam aber sicher die Abschlussarbeiten geführt. Ja, und ich kann mich getrost jetzt mal den anderen Sachen widmen. Ich bedanke mich so lange fürs Zusehen. Hinterlasst gerne ein Däumchen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.